Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, ich habe wieder eine ganze Menge Geld gesammelt. In der letzten Folge haben wir ja hier einen riesengroßen Teil von Afrika übernommen. Da werden wir jetzt weitermachen und dann werden wir so langsam weiter Richtung Osten gehen. Und ich glaube, das letzte Land, was wir übernehmen werden, ist dann Neuseeland. Ja, in der letzten Folge habe ich ja einen kleinen Zeitraffer gemacht, der ziemlich lang ging. Es ist jetzt erstmal nur so zum Test. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal mache. Einfach mal gucken, was die YouTube Analytics dazu sagen. Aber ich würde jetzt erstmal einfach so wieder weitermachen. Hier haben wir eine Armeestärke von 30. Dann greifen wir einfach mal Angola an. Und dann können wir hier das hier zur Militärbasis machen. Ja, ich habe auch die ganzen Länder mit Armee ausgestattet und habe natürlich nebenbei noch Geld verdient. Hat ziemlich lange gedauert, aber naja, gut. So. Na, erhältst du dich? Nein, natürlich nicht. Angola haben wir übernommen. Hier gibt es natürlich auch wieder die Rebellen. Ich glaube, in der nächsten Folge, da werden wir einige von diesen ICBMs starten. Ich glaube, wir können nämlich mehrere machen. Also nicht nur eins, sondern vielleicht auch zwei. Muss ich mal gucken. Jedenfalls machen wir jetzt hier erstmal die ganze Armee wieder auf höchste Stufe, damit wir keine Probleme haben. So, was haben wir hier? 90, 69 und 74. Ja, das reicht auf jeden Fall. Hier nochmal einmal Propaganda durchführen. Noch ein paar Flugzeuge abstürzen lassen. Wir haben noch Weizen. Weizen, damit fahren wir mal nach Indien. Und da ist das Schiff auf dem Weg. Währenddessen hier nochmal in Sambia die Produktion erhöhen und das Militär aufwerten. So, dann haben wir hier nur noch bei der Luftwaffe 42. Das ist nicht viel, aber ich glaube, ja, für Malawi reicht das locker. Dann greifen wir Malawi auch gleich an. So, Malawi ist auch geschafft. Hier gibt's Tabak. Dann noch wieder die Armee verbessern. Namibia. 30, 30, 26. 10, 30, 26, so. 10, 30, 26, ja. Das heißt, wir können jetzt auch Namibia angreifen. Sprachfehler. So, währenddessen fahren wir nach Australien. Verkaufen dort Kaffeebohnen. Und kaufen uns Weizen. Und fahren wieder zurück nach Indien. So, nebenbei Landwirtschaft, Fischmarkt und das Militär aufwerten. Und in der letzten Folge haben wir auch übrigens
schon die Hälfte der Welt übernommen von den Ländern her. Das finde ich gut, sag ich mal. Hier haben wir das da. So. Also wir haben auf jeden Fall hier, ihr seht da diese kleine Erde oben links mit dieser Krone. Wir haben schon ziemlich viele Länder übernommen. In dem Spiel gibt es komischerweise nur 159 Länder. Aber naja. Ich weiß nicht, welche fehlen. Ich kenne nicht alle Länder. Ich glaube nicht, dass ich alle kennenlernen werde. Somalia gibt es Weizen, okay. Gut zu wissen. Wenn es in Somalia Weizen gibt, dann holen wir uns das gleich. Verkaufen hier kurz nochmal das Weizen. Dann fahren wir nach Somalia und kaufen uns. Nein? Warte mal. Gute Zeiten. Somalia, Weizen verfügbar. Preis 80 Gold. Aha. Ich bin hier in Somalia. Und da ist kein Weizen. Egal. So, was haben wir hier? Ein Flugzeug haben wir hier. So, 34, 32. Das wird nicht reichen. Erstmal hier Propaganda. Dann das da erhöhen. Ja, das reicht. Tschad wird bald versucht. Da. 20 von 60 und wir haben volle Armee. So, Botswana. Können wir auch einmal die Armee erhöhen. Und Minen und Diamantminen. Okay, Japan will die Zentralafrikanische Republik angreifen. Da habe ich kein Problem mit. So, Südafrika 50, 46, 40. 50, 46, 40. Gut, da muss ich eine ganze Menge wieder rausholen. So, einfach mal auf 100. Und das hier noch. So. Dann können wir auch Südafrika angreifen. So, was haben wir hier noch? Seide. Mit der Seide gehen wir nach Spanien. Spanien können wir das nämlich verkaufen. Da gibt es noch Schafe, die kann man in Indonesien verkaufen. Gleich verkaufen. So, lokale Armee erhöhen. Und was haben wir hier? Autos, Kohle, kurz ein Flugzeug. In Tschad haben wir die Rebellen vernichtet. Und hier gibt es noch Gold, ansonsten nichts. Da. Okay, hier haben wir noch Swasiland und Lesotho. Dann greifen wir die auch mal an. So, Schaf, Schaf. Mit den Schafen gehen wir nach Indonesien. Noch ein Flugzeugabsturz. Oh, und Japan greift an. Japan greift an. 20, 19, okay. Ja, ist gar nicht mehr so schwach, finde ich. Könnte ein bisschen dauern.
Wir haben noch Landwirtschaft und danke, wir haben das verteidigt und die Armee. Dann gehen wir wieder hier hin. Kostet natürlich eine Menge Geld. Oh, und Madagaskar haben wir natürlich auch noch. Aber vorher möchte ich hier noch verkaufen und kaufen. Oh, wir haben eigentlich noch ziemlich viel Geld. Ich wollte eine kurze Folge machen. Und haben wir den Krieg auch gewonnen. Landwirtschaft. Lokales Militär. Mal gucken. 34-32. 34-32, ja. Easy. Da habe ich noch Kühe. Ah, tatsächlich nur eine Folge, die 10 Minuten lang geht. Das ist doch schön. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir so Nahen Osten hier. Diese Halbinsel. Und gehen dann so langsam weiter östlich. Hier noch die Armee erhöhen. Warum hat Madagaskar keine Luftwaffe? Gute Frage, ich weiß es nicht. Na egal. Also Leute, wir haben es geschafft. Ganz Afrika in unter 10 Minuten. Nein, Spaß. Natürlich hatten wir nur noch so einen kleinen Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.